Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Aktie der Woche. Michael Völler ist bei mir zu Gast und du haben uns die Aktie Hochtief AG rausgesucht. Wir besprechen das im Vorfeld immer so ein bisschen und ich habe die Idee aufgebracht. Du warst zunächst nicht ganz so begeistert, müssen wir sagen, aber Hochtief ist ja nun mal innerhalb dieser Woche auf jeden Fall ein Blick wert und genau deshalb werfen wir auch einen Blick auf die Aktie. Interessanterweise ist Hochtief ja auch international richtig, richtig gut aufgestellt, denn 95% des Gesamtumsatzes wird eben im Ausland generiert und daher die Frage an dich, Michael, warum hast du uns denn die Aktie Hochtief diese Woche mitgebracht? Ja, ich wurde überzeugt und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nichts gefunden, was jetzt absolut wichtiger gewesen wäre als eine Hochtief, weil eine Hochtief ist eine hochinteressante Aktie, die hat in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut performt und man muss sich das Ganze natürlich genauer anschauen, das tun wir jetzt. Wir schauen uns das genauer an und wir müssen ja sagen, zum Auftakt in die neue Woche wird die Indexänderung wirksam beim DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und Hochtief steigt in den MDAX auf. Ja, und da gehören sie auch hin. Da waren sie ja von Anfang an dabei, seit 1994 und sind dann, und das ist ganz amüsant, vor 2 Jahren im März rausgeflogen, weil die Vantage Towers da reingekommen sind und die gehen jetzt raus, weil sie wieder privatisiert werden und Hochtief ersetzt also den Wert, der sie damals ersetzt hat im MDAX und das ist wirklich amüsant. Letztendlich haben sie es aber auch verdient, weil sie gehören da einfach hin, nicht nur von der Größe, sondern auch von der internationalen Stellung, die sie haben und das haben wir eben schon ganz kurz gehört von dir, dass das absolut wichtig ist und dass sie da auch zu Recht wieder im MDAX sind. Wirft man einen Blick auf die Performance von der Aktie, dann ist das auf Jahressicht gesehen sehr, sehr ordentlich. Über 35% haben sie da an Boden gut gemacht. Wenn man sich jetzt die Monatsperformance anschaut, dann könnte man meinen, war gar nicht so gut. Da stehen nämlich -4%. Aber? Ja, aber wir haben uns das natürlich genau angeschaut. Und woher kommen die 4%? Die 4% kommen, die hatten im letzten Monat Hauptversammlung gehabt und haben Dividende bezahlt. Und zwar eine sehr ordentliche Dividende. Dividendenrendite so um die 5% oder vielleicht sogar 5,8% hat einer ausgerechnet ganz genau. Letztendlich, sie haben 4 Euro Dividende bezahlt und auch für die Zukunft sieht es da ganz gut aus. Und das Interessante, dazu kommen wir jetzt auch gleich, morgen kommen Zahlen vom ersten Vierteljahr. Das heißt, die Aktie ist wirklich eigentlich ein guter Kandidat für die Aktie der Woche mit dem Aufstieg in den MDAX, außerdem noch das Zahlenwerk. Die Baubranche an sich aber ja auch immer so ein Indikator für das Konjunkturumfeld. Zinsen natürlich auch wichtig für den Bausektor. Was gibt es dazu zu sagen? Letztendlich möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Zahlen, die dann morgen erwartet werden. Analystenprognosen diesbezüglich, also nicht aus unserem Haus, die haben wir nicht, aber die sind so bei 1,70 Euro Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie, doch ganz ordentlich. Zwar ein Schnaps unter dem, was letztes Jahr im ersten Quartal war, aber per Saldo sehr, sehr stabil. Leichte Umsatzausweitung, leichte Margenreduzierung. Der Ausblick für das Gesamtjahr ist so, dass also die Umsätze auch leicht positiv gesehen werden und auch wieder für die Zukunft mit einer Dividendenzahlung in ähnlicher Höhe gerechnet werden kann, sodass die Aktie ein sehr stabiles Umfeld hat. Konjunkturmäßig muss man ganz klar sagen, dass die Rohstoffpreise sehr, sehr negativ sind natürlich für die Baubranche, denn hohe Energiekosten bewirken natürlich auch vermutlich ein Schrumpfen der Marge in all diesen Bereichen und die höheren Zinsen belasten natürlich definitiv die Bauausgaben. Und das drückt natürlich ein wenig und wenn man es dann trotzdem schafft, die Umsätze leicht auszuweiten bei leicht niedrigerer Marge, ist das nach wie vor sehr, sehr positiv, das Umfeld. Abschließende Frage, was bedeutet das jetzt für die Anleger bei der Aktie von Hochtief? Ja gut, das ist jetzt keine Aktie, die sich verdoppeln wird. Aber wenn man sich das genau anschaut, wir sind im Moment so um die 77 Euro. Wir waren schon auf 81,70 Euro in diesem Jahr, kommen allerdings von 46 Euro. Also wir haben einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen. Wenn man sich das Ganze aber über 5 Jahre mal anschaut, dann haben wir die Höchstkurse gesehen vor 5 Jahren in 2018 bei 160.
und haben niedrigste Kurse gesehen, natürlich zu Beginn der Pandemie, so knapp über 40 Euro. Ich sage jetzt mal, es ist eine Aktie, die man definitiv halten sollte, meine persönliche Meinung. Und man kann ganz klar sagen, da macht man keinen Fehler mit, wenn man die in der Schwächephase auf jeden Fall auch mal wieder dazu kauft. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die im nächsten Monat auf 100 gehen. Das sehe ich nicht. Somit sage ich Dankeschön und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten bei der Aktie der Woche, aber auch bei den anderen Sendungen natürlich. Tschüss. Tschüss.